Russland feiert einen Sensationsfund. Den Kadaver eines Mammuts mit Muskelgewebe und flüssigem Blut. In keinem anderen Land gibt es so gut erhaltene Überreste der ausgestorbenen Elefanten. Sind Wissenschaftler nun der Erkenntnis gekommen, ein Mammut zu klonen? Und das sind die M-Akten von Real Mystery. Ja, meine lieben Freunde, 2007 wurde im Eis von Sibirien ein kleines Mammut gefunden. Denn am Ende der letzten Eiszeit starb ein Jungtier, das heute Forscher entzückt. Das gefrorene Mammut aus Nordsibirien ist fast vollständig erhalten geblieben. Verspricht Ausschlüsse über Wachstum, Körperbau und vielleicht sogar Erbgut der Eiszeitelefanten. Nur sein Schwanz büßte es ein im ewigen Eis. Wie kam es zu diesem seltsamen Fund? Denn im Mai des Jahres 2007 stolpert der Rentierhirte Juri Kuri auf der sibirischen Halbinsel Jamala nordöstlich der Stadt Workuta über den Kadaver. Er misst 130 cm in der Höhe und ist 50 Kilogramm schwer. Der Hirte beschreibt das Mammut wie folgt: Rüssel und Augen sind gut erhalten. Und Rest des Fells findet sich auch noch am Körper. Weil man aber deutlich die lederne Haut sieht und weil das Jungtier noch keine gebogenen Stoßzähne hat, sieht es einem heutigen Babyelefanten täuschend ähnlich. Ja, meine lieben Mystery-Freunde, ein junges Mammut zu finden ist extrem selten, ganz gleich in welchem Zustand es auch ist. So ist auch dieses gefundene Mammutbaby für die Wissenschaftler eine große Sensation, denn das Mammutbaby zeigt keine gewissen Schäden auf. Nur sein Schwanz fehlte, der angeblich abgebissen worden war. Im Laufe des Jahres soll das Tier in die japanische Chikai-Universität in Tokio gebracht werden. Der Wissenschaftler Naoki Suzuki will den Kadaver dort genau untersuchen. Unter anderem sollen die inneren Organe des Tieres mit einem Computertomographen gescannt werden. Bei der Untersuchung stellten Wissenschaftler fest, dass dort noch flüssiges Blut im Mammut vorhanden war. Das natürlich wäre ein guter Ansatz, um ein Mammut zu klonen. Sergej Sergejew ist aber anderer Meinung, denn er sagt, Klonen eines Mammuts ist Unsinn. Denn er sieht darin keine Erfolgsaussichten. Nein, das ist unmöglich, sagte der Experte, der gerade in Moskau das erste überhaupt gefundene Gehirn eines Mammuts untersuchte. Aus meiner Sicht sind solche Erörterungen Unsinn, sagt er, weil es keine lebendigen Zellen gäbe. Seien solche Versuche aussichtslos, meinte er. Nun, mit der Aussage gaben sich aber einige Wissenschaftler nicht zufrieden. Denn da waren noch einige eifrige Genetiker, die bereit waren, ausgestorbene Tiere wieder erstehen zu lassen. Denn kürzlich gelang es, DNA von Mammuts in Zellen von Elefanten einzubringen. Washington, Wien. Die Sache war beim Prozess über einen der spektakulärsten Fälschungsfälle der Wissenschaft bekannt geworden. Vor Gericht gab der des Betrugs wie beführten südkoreanischen Klonforscher Hwang Woo-suk 2006 ganz nebenbei an, Geld an die russische Mafia bezahlt zu haben, um sich auf diese Weise Gewebeproben von Mammuts zu beschaffen. Hwang, der behauptet hatte, einen geklonten menschlichen Embryo erzeugt zu haben, war freilich nicht nur beim Klonen von Menschen, sondern auch beim Mammut gescheitert. Doch das hält den gefallenen Forscherstar nicht ab. Zumindest die Versuche mit dem Mammut fortzusetzen, wie die US-Zeitschriften Wired berichtete, war der südkoreanische Mediziner im März 2015 wieder in Sibirien, um gut erhaltene DNA aus den Knochen eines 28.000 Jahren alten Wohlmammuts zu entnehmen.
Die Gewebe so mancher Mammutleichen, die im Permafrost Sibiriens konserviert wurden, sind erstaunlich gut erhalten. Und deshalb war es auch möglich, dass bereits im Jahre 2008 70% der Erbinformationen des Wohlhaar-Mammuts entschlüsselt und in der Natur publiziert werden konnten. Es gibt aber jedoch ein Problem. Denn UV-Strahlen, die massive Schäden an der Erbsubstanz anrichten und die genetischen Informationen in immer kürzeren Abschnitten zerlegen. Während Hwang in Sibirien nach möglichen intakten Mammut-DNA sucht, geht der Harvard-Genetiker George Church einen anderen Weg. Er setzt auf die sogenannten CRISPR-Cas9-Technologie. Damit werden grob vereinfacht die kleinen DNA-Fragmente an den richtigen Stellen zusammengefügt. Kurtz konnte auf diese Weise bereits das Mammutgenom mit dem seines nächsten heute lebenden Verwandten vergleichen, dem des asiatischen Elefanten. Jüngste britische Zeitungsberichte zufolge ist er sogar schon weiter. Wir haben funktionierende Zellen von Elefanten in die DNA von Mammuts eingeschleust. Publiziert sind die Forschungen nur deshalb noch nicht, weil noch viele Forschungen nötig seien. Zurzeit gibt es zumindest drei Forschungsgruppen, seit 2015 bestehend, die am ersten geklonten Mammut arbeiten. Und rein technologisch scheint die Sache jedenfalls nicht mehr unmöglich, meinten sie. Es gibt aber natürlich auch ethische Bedenken, wie sie etwa Paul Knöpfler hat, Genetiker an der Universität von Kalifornien in Davis. Er kritisiert etwas, dass es aus mehrerlei Hinsicht problematisch sei, einen Elefantenkuh und deren Eizelle für die solche Experimenten zu missbrauchen. Zum anderen sorgt er sich um das mögliche Schicksal des ersten Mammutbabys. Wird es dann in einem Jurassic Park Themapark ausgestellt? Church versteht diese Sorge nicht und denkt schon weiter an Herden von Mammuts, die wieder den Permafrostboden Sibiriens bewohnen und einen positiven Einfluss auf das dortige Ökosystem haben. Nun gibt es da ein Video auf YouTube, das angeblich einen Mammut zeigt in der sibirischen Umgebung. Leider sind wie oft die Aufnahmen wieder schlecht. Es könnte sich dabei durchaus auch um einen Elefanten handeln. Aber wer weiß das schon. Schaut einmal selbst. Den Link zum Originalvideo findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung. Die Frage stellt sich nun, wie weit ist die Wissenschaft jetzt bisher gekommen, um wirklich einen Mammut zu klonen? Lassen wir uns das einfach mal gedanklich durch den Kopf laufen. Stellt euch mal vor, es wäre möglich. Dann wäre ja wohl die Realität von Jurassic Park greifbar nahe. Vielleicht wird ja noch einiges verschwiegen bezüglich auf die Fortschritte der Gentechnik. Was denkt ihr? Ist es bezüglich möglich, ein Mammut zu klonen? Ich bin daher sehr gespannt auf eure Kommentare. Ja, und damit sind wir am Schluss angekommen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Das Thema war hoffentlich auch interessant für euch. Und wir hören uns demnächst wieder. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Universität in Tokio gebracht werden. Der Wissenschaftler Naoki Suzuki will den Kadaver dort genau untersuchen. Unter anderem sollen die inneren Organe des Tieres mit einem Computertomographen gescannt werden. Bei der Untersuchung stellten Wissenschaftler fest, dass dort noch flüssiges Blut im Mammut vorhanden war. Das natürlich wäre ein guter Ansatz, um ein Mammut zu klonen. Sergej Serjeljew ist aber anderer Meinung, denn er sagt, Klonen eines Mammuts ist Unsinn. Denn er sieht darin keine Erfolgsaussichten. Nein, das ist unmöglich, sagte der Experte, der gerade in Moskau das erste überhaupt gefundene Gehirn eines Mammuts untersuchte. Aus meiner Sicht sind solche Erörterungen Unsinn, sagt er, weil es keine lebendigen Zellen gäbe. Seien solche Versuche aussichtslos, meinte er. Nun, mit der Aussage gaben sich aber einige Wissenschaftler nicht zufrieden. Denn da waren noch einige eifrige Genetiker, die bereit waren, ausgestorbene Tiere wieder erstehen zu lassen. Denn kürzlich gelang es, DNA von Mammuts in Zellen von Elefanten einzubringen. Washington, Wien. Die Sache war beim Prozess über einen der spekulärsten Fälschungsfälle der Wissenschaft bekannt geworden. Vor Gericht gab der des Betrugs überführten südkoreanischen Klonforscher Hwang Woo-suk 2006 ganz nebenbei an,
Geld an die russische Mafia bezahlt zu haben, um sich auf diese Weise Gewebeproben von Mammuts zu beschaffen. Ha Wang, der behauptet hatte, einen geklonten menschlichen Embryo erzeugt zu haben, war freilich nicht nur beim Klonen von Menschen, sondern auch beim Mammut gescheitert. Doch das hält den gefallenen Forscherstar nicht ab. Zumindest die Versuche mit dem Mammut fortzusetzen, wie die US-Zeitschriften Wired berichtete. War der südkoreanische Mediziner im März 2015 wieder in Sibirien, um gut erhaltene DNA aus den Knochen eines 28.000 Jahren alten Wohlmammuts zu entnehmen. Die Gewebe, so manche Mammutleichen, die im Permafrost Sibiriens konserviert wurden, sind erstaunlich gut erhalten. Und deshalb war es auch möglich, dass bereits im Jahre 2008 70% der Erbinformationen des Wohlhaar-Mammuts entschlüsselt und in der Natur publiziert werden konnten. Es gibt aber jedoch ein Problem, denn UV-Strahlen, die massive Schäden an der Erbsubstanz anrichten und die genetischen Informationen in immer kürzeren Abschnitten zerlegen. Während Havan in Sibirien am möglichen intakten Mammut-DNA sucht, geht der Harvard-Genetiker George Church einen Klon eines Mammuts ist Unsinn. Denn er sieht darin keine Erfolgsaussichten. Nein, das ist unmöglich, sagte der Experte, der gerade in Moskau das erste überhaupt gefundene Gehirn eines Mammuts untersuchte. Aus meiner Sicht sind solche Erörterungen Unsinn, sagte er, weil es keine lebendigen Zellen gäbe. Seien solche Versuche aussichtslos, meinte er. Nun, mit der Aussage gaben sich aber einige Wissenschaftler nicht zufrieden. Denn da waren noch einige eifrige Genetiker, die bereit waren, ausgestorbene Tiere wiedererstehen zu lassen. Denn kürzlich gelang es, DNA von Mammuts in Zellen von Elefanten einzubringen. Washington, Wien. Die Sache war beim Prozess über einen der spektakulärsten Fälschungsfälle der Wissenschaft bekannt geworden. Vor Gericht gab der des Betrugs überführten südkoreanischen Klonforscher Hwang Woo-suk 2006 ganz nebenbei an, Geld an die russische Mafia bezahlt zu haben, um sich auf diese Weise Gewebeproben von Mammuts zu beschaffen. Ha Wang, der behauptet hatte, einen geklonten menschlichen Embryo erzeugt zu haben, war freilich nicht nur beim Klonen von Menschen, sondern auch beim Mammut gescheitert. Doch das hält den gefallenen Forscherstar nicht ab. Zumindest die Versuche mit dem Mammut fortzusetzen, wie die US-Zeitschriften Wired berichtete, war der südkoreanische Mediziner im März 2015 wieder in Sibirien, um gut erhaltene DNA aus den Knochen eines 28.000 Jahren alten Wohlmammuts zu entnehmen. Die Gewebe, so manche Mammutleichen, die im Permafrost Sibiriens konserviert wurden, sind erstaunlich gut erhalten. Und deshalb war es auch möglich, dass bereits im Jahre 2008 70% der Erbinformationen des Wohlhaar-Mammuts entschlüsselt und in der Natur publiziert werden konnten. Es gibt aber jedoch ein Problem, denn UV-Strahlen, die massive Schäden an der Erbsubstanz anrichten und die genetischen Informationen in immer kürzeren Abschnitten zerlegen. Während Havan in Sibirien am möglichen intakten Mammut-DNA sucht, geht der Harvard-Genetiker George Church einen anderen Weg. Er setzt auf die sogenannten CRISPR-Cas9-Technologie. Damit werden grob vereinfacht die kleinen DNA-Fragmente an den richtigen Stellen zusammengefügt. Kurtz konnte auf diese Weise bereits das Mammutgenom mit dem seines nächsten heute lebenden Verwandten vergleichen, dem des asiatischen Elefanten. Jüngste britische Zeitungsberichte zufolge ist er sogar schon weiter. Wir haben funktionierende Zellen von Elefanten in die DNA von Mammuts eingeschleust.